Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ja, ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Folge Train Simulator 2020. Selbstverständlich, wir sind heute mal mit einer S-Bahn unterwegs, wie ihr es unschwer sehen könnt, von TSG, die Baureihe 425. Und fahren das Ganze heute von Biblis nach Mannheim Hauptbahnhof. Ja. Soweit, so gut. Soweit die Grundinformationen. Wir müssen allerdings noch eine Weile stehen, denn es gibt noch ein weiteres Feature, welches mit hier in der Folge mit einzieht. Und ja, ihr werdet es wahrscheinlich, ich denke mal, schon bald hören. So, aber soweit, so gut. Wir werden das Ganze jetzt erstmal aufrüsten und werden mal schauen. Achtung am Gleis 3. Vorsicht, eine Zugfahrt. Achtung am Gleis 3. Vorsicht, eine Zugfahrt. Richtig. Das Fähresystem ist nämlich auch mit dabei und extra für dieses Szenario gemacht. Deswegen dachte ich mir so, das wäre doch mal ganz cool. Das hatten wir schon gar nicht auf dem Kanal. Ich glaube, auf Microhazard TV habe ich es damals gezeigt gehabt, wie das Ganze dementsprechend funktioniert. Ich finde das eine ganz coole Sache, ist aber relativ kostspielig, ja, weil man muss da so ein paar Sachen beachten, wenn ihr das Ganze da kaufen wollt. An sich, das Programm, Fährsystem ist kostenlos, gibt eine Demo-Version davon, könnt ihr euch dann anschauen, wenn ihr natürlich diese Strecke besitzt. Sonst könnt ihr euch natürlich diese ganzen Szenarios inklusive diesen ganzen Ansagen natürlich dazu kaufen. Kostet immer so um die 10 Euro so in dem Dreh. Da habt ihr dann meistens immer so ein, zwei Aufgaben dabei, plus, wie gesagt, die ganzen Bordansagen und so weiter und so fort. Ja. So, Zug ist aufgerüstet. Ihre Zugvorbereitungsmeldung wird jetzt bearbeitet. Zugvorbereitung ist erledigt. So, wo ist die Tasche? Hier, achso, ich muss mal noch am Handy schauen. Na, hier ist das Handy, alles klar. Gut. Na, dann melde ich mich jetzt abbaubereit. Und der Fahrdienstleiter in Biblis. Grüß dich. 38859 ist im vierten Fahrbereit. 38859 im vierten Fahrbereit. Richtig. Ja, alles klar. Geht gleich los für dich. Ich danke dir. Tschüss. Ciao. Ja, das ist schon eine relativ coole Sache, muss man mal sagen. Ja, also, dass es sowas gibt. Ja, klar gibt es sowas, ja. Aber das, was halt auch einfach so gut funktionieren kann. Ich verstehe nicht, warum nicht die Aufgaben grundsätzlich mit sowas schon ausgestattet sind. Warum muss man sich sowas mal extra kaufen? Hast du nicht gesehen? Ich meine, man kauft die Strecke, ja, und dann müsst ihr euch halt noch dieses Ansagenpaket dazu kaufen, wenn es da eins gibt, ne? Muss man ja halt auch immer noch so ein bisschen abwägen, gibt es da eins oder sowas. Das finde ich persönlich schon ein bisschen blöd, ja, dass es so nicht ist. Ja, ihr seht halt auch wieder Track AR mit dabei. Ja, schauen wir mal, ob wir die Fahrt jetzt endlich mal abgeschlossen bekommen. Das will nämlich nicht so recht. Immer ist irgendwas. Ja, was ich sagen wollte, ist, dass ihr da zum Beispiel immer aufpassen müsst und wenn ihr euch zum Beispiel eine Aufgabe kauft für das Fährsystem, ja, dann ist das meistens selten der Fall, dass das alles ist, dass ihr nur eine Strecke braucht und das Fährsystem. Ihr braucht meistens immer noch irgendwelchen extra Content, wie jetzt hier zum Beispiel in diesem Szenario braucht ihr von TTB, ja, das Szenario Pack 2, das kostet auch nochmal mal eben schnell 24,95 €. Ja, das ist natürlich schon echt teuer, denn, ja, und somit summiert sich das Ganze um 35 €. Allerdings muss man hier wiederum sagen, dass das TTB 2 Szenario Pack, also 2, eigentlich hauptsächlich eingesetzt wird halt für die Aufgaben hier für das Fährsystem. Also das kauft ihr eigentlich einmal und habt damit die Möglichkeit, mehrere Aufgaben zum Beispiel dementsprechend halt zu spielen halt, ne? Ja, wir werden uns das Ganze mal einfach mal anschauen. Mal gucken, wie es euch gefällt. Könnt ihr ja gerne mal da eure Meinung in die Kommentare posten. Wir müssen natürlich warten, bis wir jetzt endlich abfahren können. Das ist natürlich ein bisschen... Aber wir dürfen gleich starten.
Ja, maximale Geschwindigkeit 145 dürfen wir mit dem Schmuckstück hier oft schon in Bedrohung gekommen, dass ich schon zu schnell sein wollte. Der ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Schönen guten Tag, sehr geehrte Fahrgäste. Im Namen von DB Regio Mitte begrüße ich Sie recht herzlich in der Regionalbahn der Linie RB 2 auf der Fahrt nach Mannheim Hauptbahnhof über Mannheim-Waldhof. Mein Name ist Peter Schumacher, ich bin Ihr Kundenbetreuer und stehe Ihnen für weitere Fragen und Wünsche gerne zur Verfügung. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist Bobstadt. Ja, Bobstadt. Halt Bobstadt, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bobstadt, Fahrtrichtung rechts. Ja, ich muss den Bremsweg hier immer noch so ein bisschen finden hier mit der Baureihe 425. Die ist ein bisschen tricky. Mal zieht er extremst gut an. Ja, manchmal hast du das Gefühl, er bremst halt gefühlt überhaupt nicht. Mega, mega anstrengend. Und schlimmer ist der Standard BR 425. Da hast du gefühlt, der bremst überhaupt nicht. Ja, dass der praktisch nur ausrollt. Also da ist hier der von TSG schon deutlich, deutlich besser. So, Türen sind offen. Ja, es gibt hier einfach so viele Möglichkeiten. Du kannst hier zum Beispiel die BR425 von TSG hier komplett aufrüsten halt auch, ja, wenn es die Szenarios dann vorgeben. Zum Beispiel dieses Szenario hier startet schon einfach komplett mit einem fertigen. Nächster Halt, Bürstadt, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, viel zu langsam hier drin. Obwohl ich eigentlich finde, mit 40 sind wir nicht zu langsam. Also aus meinem Finden so, ne? Das sieht ja nun auch wieder gefühlt jeder anders.
Ich freue mich schon, habe ich schon erzählt, auf das Berliner S-Bahn-Addon. Na, das wird großartig. Das wird so großartig. Ich freue mich auch. Ich habe ja nun versucht, wie gesagt, halt über TTB halt das Szenario-Pack eventuell die S-Bahn hier zum Laufen zu bekommen. Das kannst du absolut vergessen, das geht nicht. Also das ist... Ich will das halt nicht im Quick-Drive-Modus machen, sondern ich hätte da gerne schon eine Aufgabe für und alles sowas, weißt du? Phasis hatte denn mir da auch auf was erstellt gehabt für, aber das ist halt auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, das ist schon ein bisschen echt ärgerlich. Hier sowas halt mir mit Ansagen und alles sowas, das wäre doch ziemlich nice hier. Traktor. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Lambertheim. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. In Lambertheim hat dieser Zug einen planmäßigen Aufenthalt bis 15.48 Uhr. Aufgrund einer Zugüberholung eines Intercity-Zuges um 15.48 Uhr setzen wir unsere Fahrt nach Mannheim Hauptbahnhof fort. Hier noch ein Hinweis für die Fahrgäste, die hier aussteigen. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie nichts vergessen. Auf Wiedersehen! So. Schaut doch für den ersten Moment gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt ist sowieso wurscht. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. So, damit stehen wir hier perfekt. Jetzt müssen wir warten auf die Zugdurchfahrt hier. Und dann kann es dann auch gleich wieder weitergehen. Das ist schon cool. Also auch soundtechnisch muss ich ja sagen. Die haben ja wirklich richtig viel rausgeholt, ja. Vorsicht, eine Zugfahrt. Achtung, am Gleis 3. Vorsicht, eine Zugfahrt.
So, ich würde gerne fahren wollen. Wie sieht's aus, Keule? Wenn die Türen offen sind, geht eh nichts. So, ja. Muss ich mal kurz mal schauen. Ja, wir stehen noch eine Weile in Lambertheim. Naja, müssen wir wohl warten. Bringt ja wohl alles nichts. Das ist übrigens, das mache ich jetzt hier nicht mit Absicht, ne? Dass ich jetzt hier rumstehe und so. Ja, das gehört zum Szenario so mit dazu. Aber ich, wie gesagt, das Ganze kommt halt aus diesem Bündelpaket da mit allem drum und dran. Vorsicht bei der Einfahrt. Diese Woche erscheint dann auch das neue Addon für Transom World. Da bin ich ja mal gespannt.
Der nächste Halt, Mannheim, Waldhof. Vorstehen, Fahrtrichtung rechts. Haben wir wahrscheinlich zu früh gebremst, war? Ja, viel zu früh. Hat er uns ein bisschen veräppelt hier, der Kollege. Weil ich finde immer, dieses Fenster blockiert nämlich die SIFA-Leuchte. Und dann siehst du dann halt immer nicht, wann leuchtet die SIFA auf. Ja? Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, denn. Wenn dann die Zwangsbremsungen hörst, dann. So, Mannheim-Waldhof. Was haben wir denn noch? Also wir sind jetzt schon in Mannheim drin. War wohl der längste Part, jetzt, den wir jetzt hier hatten. Ich weiß gar nicht, wie sah es denn mit der Zeit eigentlich aus? Gut in der Zeit. Und sogar überpünktlich. Sowas. Sowas nochmal sagen darf hier in Train Simulator. Nicht auszuhalten. Nächster Halt, Mannheim, Lutzenberg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Jetzt geht's Schlag auf Schlag wahrscheinlich. Jetzt werden wir hier einen Bahnhof nach dem anderen jetzt gerade abkassieren hier. Ich bin da zufrieden, dass ich bis hierhin schon mal gekommen bin. Ich bin da schon sonst immer weit, weit vorher schon rausgeflogen. Das war mega nervig und ärgerlich. Und ich weiß gar nicht, wie ich das Ganze in Worten fassen soll immer. Die Zwangsbremsung. Ja, Leute.
Phasis meinte, ich solle doch einfach mal, wenn wir nächste Mal den Trailer-Simulator wieder machen, einfach mal einen Zwangsencounter hier mit einem binden. Eigentlich gar keine schlechte Idee. Aber tatsächlich, also das ist nicht nur der Trailer-Simulator, das ist, passiert auch bei Susi. Ja? Das ist genau das Gleiche. Als ich damals eine Folge aufgenommen hatte, da ist einige Zeit vergangen auf jeden Fall. Das kann ich euch sagen. Da seht ihr, die Siefertaste wieder irgendwie ein bisschen übersehen. Und schwuppdiwupps. Nächster Halt, Mannheim-Neckarstadt. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Da muss ja nichts bestätigen. Da juckt's doch tatsächlich im Auge. Schön. Ah, da kommt unser Kollege. Oh, der fährt aber auch relativ langsam rein. Also eigentlich mache ich gar nichts falsch hier. Nächster Halt, Mannheim Handelshafen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sieht schon schick aus hier. Ja? Oh, jetzt sind wir ein bisschen verspätet. Ein paar Sekündchen. Ein paar Sekündchen haben wir hier an Verspätung. Vorher auch nie immer gewusst, dass so die Wolken schon dynamisch sind, ja, dass die sich hier schon so bewegen, so die Wolken.
geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Mannheim Hauptbahnhof. Diese Regionalbahn endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Bitte vergewissern Sie sich beim Aussteigen, dass Sie nichts vergessen. Im Namen von DB Regio Mitte verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ihre nächsten Reiseanschlussmöglichkeiten: zu einer S6 nach Mainz Hauptbahnhof, über Ludwigshafen Rhein Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt 16.30 Uhr. Entschuldigung, 16.13 Uhr auf Gleis 5 und zu einem Intercity nach Hamburg Hauptbahnhof über Frankfurt am Main Süd und Kassel-Wilhelmshöhe. Planmäßige Abfahrt 16.16 Uhr auf Gleis 4. Im Namen von DB Regio Mitte verabschiede ich mich nochmals von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Und damit erreichen wir unser Ziel hier. Und was soll ich sagen? Das ging so mal gut. Yes! Keine Zwangsbremsung oder sonst irgendwas passiert noch nicht. Wer weiß, was jetzt kommt oder so. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Oh, ein Cheeseburger könnte ich jetzt auch essen, wa? Das könnte ich jetzt auch essen. Ja. Und damit rollen wir die letzten Meter an unsere Haltestelle hier ran. Da bauen sie, ja. Sehr geehrte Fahrgäste, an Gleis 10 willkommen in Mannheim Hauptbahnhof. Diese Regionalbahn endet dort. Fahrgäste, bitte alle aussteigen. An Gleis 10 willkommen in Mannheim Hauptbahnhof. Diese Regionalbahn endet hier. Bitte alle Fahrgäste aussteigen. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten zu Alpha S6 nach Mannheim Hauptbahnhof planen Sie zur Abfahrt 16.13 von Gleis 5. Zu Alpha IC 1911 nach Heidelberg Hauptbahnhof planen Sie zur Abfahrt 16.16 von Gleis 4. So, ja Leute. Auch ich verabschiede mich jetzt hier von der heutigen Folge hier von unserem Train Simulator. Ja, könnt ihr gerne mal so in die Kommentare posten, wie euch das Ganze gefallen hat hier mit dem Fährsystem. Wie findet ihr die Baureihe 425 von TSG? Und was sagt ihr zur Strecke? Nutzt da die Kommentarfunktion. Schreibt unten einfach alles rein, was ihr schreiben wollt. Lasst es mich wissen. Und ja, eventuell sehen wir uns schon bald wieder mit einer weiteren Folge hier im Train Simulator. Ich persönlich würde mich mega drüber freuen. Lasst ein Like da. Ich verabschiede mich. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.